Sundowner. Nein, heute gibt es Sundowner. Prost, mein Schatz. Aus selbstgepflückter Papaya. Was ist da noch drin? Tee. Tee? Tee ist da drin. Und ich habe noch Wasser reingemacht. Ja, dann Prost. Wow. Könnte aber ein bisschen süßer sein. Könnte süßer sein. Müssen wir noch ein bisschen Grenadin reinmachen, glaube ich. Ja. Das ist ein kleines Update in Zeiten der Corona-Krise. Wir sind also aktuell in Panama auf den Isla La Perlas und konkret auf Viveros. Jawohl. Und wir sind mittlerweile in der Bucht so ziemlich alleine. Es gibt hier noch zwei Schiffe, da sind die Eigner aber mittlerweile dabei, in Panama City einzuklarieren, was sich etwas schwierig gestaltet. Sie bekommen kein Permit und eigentlich haben wir sie schon seit 2 Tagen zurückerwartet, aber jetzt sind wir halt allein. Neuesten Meldungen von Panama sind, dass die Grenzen geschlossen sind. Es ist also ein- und ausklarieren nicht möglich. Wir haben gehört, dass die Dinghy-Docks in La Plajita nur noch von 8 Uhr bis 17 Uhr benutzt werden dürfen. Also danach dürfen die Leute nicht mehr an Land. Wir waren gestern hier in San Miguel. Was haben wir erlebt? Wir wollten einkaufen, oder wir haben eingekauft, besser gesagt, und hatten danach einen kleinen Besuch von 4 netten jungen Herren der Coast Guard, die uns darauf hinwiesen, dass wir auf der Insel ja nicht zu suchen hätten. Wir haben allgemeines Verbot, Inseln zu betreten. Das haben wir dann etwas ausdiskutiert, weil man ja auch irgendwas zu essen braucht. Und sie meinten dann, okay, wenn ihr auch schon so und so lange da seid, dann kommt ihr halt zum Einkaufen, könnt ihr weiterhin machen. Was uns doch schon beruhigt, weil man wenigstens ein bisschen was zu kaufen kriegt. Ja, und hier auf Viveros, da gibt es ein Hotel. Dort kann man auch hingehen. Also ich glaube, es gibt gar keine Gäste mehr da. Man bekommt aber ein Bier und kann das WLAN benutzen, kann auch schwimmen gehen. Also wir werden jetzt die Zeit hier erstmal aussitzen. Unser Sohn, der am 28. März kommen sollte, kann leider nicht kommen. Der Flug wurde storniert. Dort warten wir jetzt darauf, wie es weitergeht. Und sobald wir da Informationen haben, machen wir einen neuen Plan, wann wir denn weiter segeln, wohin wir segeln und so, wie lange wir noch bleiben. Wie lange wir hier noch bleiben. Wir haben noch zu essen und zu trinken. Unser Wassermacher funktioniert so lala. Aber wir können das Wasser trinken und das ist gut. Und wir wünschen euch alle, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und befolgt die Ratschläge. Bleibt zu Hause. Schränkt eure sozialen Kontakte ein, so dass sich das Virus möglichst schnell eindämmen lässt und wir wieder in Freiheit leben können. Sonnenuntergang in Viveros. Das ist die Bucht, in der wir hier liegen. Da vorne gibt es einen Schwimmdock. Dort kann man hervorragend mit dem Dinghy festmachen. Und so liegen wir hier ganz einsam. Und es gibt schlimmere Orte, wo man momentan sich befinden kann.